gut, wirklich. Ein bisschen aufgeregt bin ich, aber das ist alles. Das Gepäck? Wird bereits an Bord gebracht, Herr Eschenbach. Gut. Also dann geh du vor, ja? Ich komme sofort. Ich habe noch eine Verabredung. Geschäftlich, es ist dringend. Bitte. Typisch mein Vater. Wetten, dass er auch an Bord noch arbeiten würde? Guck dir das mal an. Ja, schön. Beatrice, war meine Frau schon da? Nein, Captain, aber sie hat angerufen. Sie muss jeden Moment mit der Kleinen da sein. Papi! Na, bitte aufs Stichwort. Betsy, da bist du ja. Ich dachte schon, ihr kommt gar nicht mehr. Tag, Jens. Tag, Hilde. Na, das hat ja noch geklappt. Klar, Betsy war vielleicht nervös. Kunststück. Wenn ich zum ersten Mal auf Papas Schiff fahren darf. Mensch, ist das Schiff groß. Wie viele Leute gehen denn da rauf? 600 Passagiere und 350 Mann Besatzung. Die machen alles, was du sagst? Ja, und du auch. Ei, ei, Captain. Schade, dass du nicht mitkommst. Ja, schade. Aber was sollen unsere anderen Kinder machen ohne mich? Wenn er überhaupt nicht erscheint? Das ist nicht der Typ, der sowas ausschlagt. Vielleicht hat er Bedenken bekommen. Die hat der bestimmt nicht bekommen. Ist er das vielleicht jetzt endlich? Das ist er zwar nicht, wie du siehst, aber charmant, höflich und interessant scheint der auch zu sein. Ich mach hier jetzt keine Witze, ja? Wir waren uns einig, es sollte ein hübscher, gut aussehender junger Mann sein. Einig waren wir uns überhaupt nicht. Du hast es entschieden. Sie beneide ich. Fahren in die Sonne, blaues Meer, das Schiff geht auch in die Karibik, ne? Jamaika, Haiti, Santo Domingo. Wie Perlen aufgereiht zu einer Kette am Hals einer schönen Frau. So, da wären wir. Ich suche sie schon überall. Guten Tag. Endlich. Naja, ich habe richtig Angst gehabt, die Taxe wegzuschicken. Ich dachte, wenn du zum Hafen kommst, dann stehst du plötzlich da und kein Mensch hat eine Ahnung. Das ist ja auch wirklich irre, echt. Eine Kreuzfahrt umsonst und noch mehr. Hier sind Ihre Unterlagen. Ah ja. Und Sie haben mit niemand über das Ganze gesprochen. Aber. Keine Spur. Hat mir ja sowieso keiner geglaubt. Bis später. Wiedersehen. Na, wie gefällt sie Ihrer Tochter? Sie ist gerade dabei, das Schiff zu erobern. Passt ja gut auf sie auf. Na, gibt's was Neues? Herr Eschenbach hat mich angesprochen. Mhm. Ja, er hat die Doppelkabine mit der Verbindungstür. Seine Tochter wohnt nebenan. Aha. Sie scheint nicht ganz gesund zu sein. Jedenfalls hat er gebeten, dass man sich besonders um sie kümmert. Okay, okay, das wird gemacht. Na, was? Ja, für ein paar Züge wird doch Zeit sein. Wie kann man nur? Sagen Sie bloß, dass Sie das Rauchen aufgegeben haben. Ja. Wie kann man nur? Oh, Victor, lieber Victor, endlich finde ich Sie. Victor, ich bin mit meiner Unterbringung nicht zufrieden. Gnädige Frau, Sie haben die beste Kabine, ein wahres Schmuckstück. Ja, es mag sein, aber sie ist mir zu klein. Wissen Sie, die gegenüber, das wäre meine Größe. Ja, das ist die Kabine von Herrn Lussek. Aha. Wie heißt er? Lussek? Ja, vielleicht lässt sich aber über einen Tausch reden. Ich werde mich darum kümmern. Reizend von Ihnen, Victor, aber das mache ich alleine. Danke. Bei so viel Schmuck würde ich auch eine größere Kabine brauchen. Lass mal. Ist schwer in Ordnung. Eigentlich ebenso nett wie wohlhabend. Also sehr nett. Ja. Papi? Ist der Papi nicht da? Betsy, du weißt doch, der macht gerade den Begrüßungsempfang. Ach so, ja. Nichts für Kinder. Weiß Bescheid. Hey, Burton ist an Bord. Denise, so Denise, can't you hear? Was? Kennst du den nicht aus der Hitparade?
Oh, Denise, oh, Denise, can't you see? Er ist auf Nummer 2 und schießt nächste Woche bestimmt auf 1. Er war ja schon mal mit Rattery Shatterly auf 10 und hat sich in 4 Tagen auf 1 gepusht. Da, 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 ach, der. Da, 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 da. Tun Sie doch nicht so, Sie kennen ihn ja gar nicht. Ich geb's ja zu. Aber gehört habe ich den Namen schon mal. Dass der hier ist, ein wahnsinniger Typ. Vielleicht auch nicht ihn können und er mich. Durch geht seine Rauchmann. Hör auf, so kannst du dir das nie abgewöhnen. Ja, Entschuldigung. Oh, nein, nur. Was ist denn? Den kenne ich doch. Na logisch, der gehört doch zu deinen Passagieren. Nee, 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 ich habe nicht alle Passagiere eingewiesen und der wäre mir gleich aufgefallen. Moment mal. Eine Erfrischung gefällig, Herr Lussek? Sie kennen mich? Ach, Sie erinnern sich? Na, ich weiß im Moment nicht recht. Wir sind uns doch schon mal begegnet auf der, wo war es gleich, der France. Oder nein, die Queen Mary. Beide Schiffe sind mir bekannt. Hervorragende Schiffe, denen ich noch traue. Königin der Meere. Da haben Sie recht. Soweit ich mich erinnere, waren Sie auf beiden Schiffen so gut wie zu Hause. Ich kannte mich auf Ihnen sehr gut aus. Zum Wohl. Danke. Sind Sie zufriedenstellend untergebracht? Na ja, Luxuskabinen. Ich mag Kabinen nicht, in denen man sich eingesperrt vorkommt. Das kann ich sehr gut verstehen. Verzeihung, Herr Lussek, eine Dame möchte Sie sprechen. Mich? Ja. Eine Dame? Bekanntschaften an Bord sind das Salz einer solchen Reise, nicht wahr? Wie? Na ja, danke. Ich komme gleich. Was machst du denn hier? Ich habe hier einen Bekannten, Kabine 139. Tom, die Ecke 139 ist der Sänger. Sie kennen ihn? Na klar, oh Denise, can't you hear me? Klasse Mann. Nicht wahr? Mhm. Wissen Sie, ob der in seiner Kabine ist? Na, ausgestiegen wird er wohl nicht sein. Müsst ihr auch ein ganz schönes Stück zurückschwimmen. Ah, schon an der Bar? Ah, guten Abend, zu wünschen. Sie haben doch selbst gesagt, zum Kapitänsempfang sollte ich besser nicht mit. Und den Whisky hier kann ich mir außerdem leisten. Dank Ihrer Großzügigkeit. Wir haben einen rein sachlichen Vertrag miteinander. Okay, okay. Ihre Tochter war mit bei dem Empfang? Nein, ist zu anstrengend für Sie. Gut, gut. Aber ich meine, zeigen müssten Sie mir Ihre Tochter schon mal. Wir sehen uns morgen. Guten Abend. Liebe Frau, meine Kabine ist sicher auch nicht viel größer. Ja, wenn Sie einmal schauen wollen. Bitte. Ja, Sie haben recht. Ist auch nicht größer als meine. Wie soll man sich in solchen Kabinen überhaupt bewegen? Dabei sind das Luxuskabinen. Ach, Luxus. Ich bin mal auf der Queen Mary gefahren. Da hatte ich eine Luxuskabine, die diese Bezeichnung Luxus wirklich verdiente. Auf der Queen Mary sind Sie gefahren? Ja, damals mit meinem Mann. Als man noch Zeit hatte und nicht so schnell wie möglich von einem Punkt der Erde zum anderen kommen wollte. Darf ich mir Ihre Kabine mal ansehen? Oh ja. Aber das ist sehr freundlich. So, und jetzt sehen Sie sich das hier an. Hier kann man sich doch überhaupt nicht bewegen. Soll ich mich vielleicht doch beschweren? Mein verstorbener Mann hat immer die Ansicht vertreten, wer sich beschwert, wird grundsätzlich besser bedient. So, und jetzt sehen Sie sich hier den Schrank. Ich kann überhaupt meine ganzen Kleider nicht aufhängen. Ich kann doch schließlich nicht die ganze Zeit aus dem Koffer leben. Naja, Sie haben ziemlich viel mitgenommen. Eine Kreuzfahrt ist ein gesellschaftliches Ereignis, für das man gerüstet sein muss. Oder denken Sie anders? Ach, bitte setzen Sie sich doch. Danke. Es gibt verschiedene Gründe, an einer Kreuzfahrt teilzunehmen. Aber der Grund, den Sie haben, ist nicht der schlechteste.
Ich kenne ihn von früher, Captain. Er heißt Lussek. Lussek? Ja, einer unserer bekanntesten Juwelendiebe. Was? Ich hatte zwei, dreimal mit ihm zu tun, immer im Zusammenhang mit Diebstählen von Schmuck. Und immer auf Schiffen, auf großen Schiffen. Und der ist hier bei uns an Bord? Ja. Hat er Sie erkannt? Sagen wir mal so, ich habe keinen Zweifel gelassen, dass ich ihn kenne. Dann wird er gewarnt sein. Bieten Sie ihm an, von der Reise zurückzutreten. Na, das ist fair, weil er jetzt keine Aussicht mehr hat, Geschäfte zu machen. Das wäre tatsächlich eine gute Möglichkeit, danke. Wer gewinnt? Doofes Spiel. Ja, wenn man allein spielt. Papi muss sich doch um sein Schiff kümmern. Hast du deinen Bekannten schon getroffen? Kein Fatz von ihm zu sehen. Schwimmt nicht, sonnt sich nicht, trinkt nicht. Vielleicht will er nicht, dass ihn die Leute anspricht. Wer denn? Auf den stehen nur solche wie wir. Komm mal her, verrate ich dir mal was. Ja? Wo? Da drin? Mhm. Sitzt am Klavier. Fast eine ganze Stunde. Ganz allein. Dort sitzt sie. Alice, meine Tochter. Aha. Ich brauche von Ihnen keine Kommentare. Aber ich gebe ja gar keine. Ich habe erst da vorne gesessen. Aber da zieht's doch mächtig. Ich habe den Wind gerne. Sie sehen aber so aus, als ob Sie frieren. Ein bisschen friere ich immer, aber ich habe mich schon dran gewöhnt. Soll ich Ihnen nicht doch lieber eine Decke holen? Es macht mir nichts aus. Also, ich kann Sie nicht zittern sehen. So, bitte sehr. So. Danke, aber jetzt kann ich nicht mehr lesen. Was lesen Sie denn da überhaupt? Darf ich? Oh, Sie informieren sich über die Karibik. Ich wollte nur wissen, was wir sehen. Aber weiß man das denn nicht? Also für mich ist die Karibik zunächst mal eine Farbe. Blau. Nein, nicht ganz blau. Türkis. Und der Himmel oft dunkler als das Meer. Und dann ist da irgendwo ein weißer Saum. Der Strand natürlich. An dem kein Mensch zu sehen ist, weil er wartet. Auf Sie oder auf mich? Tja, das ist das, was einem die Reisebüros weismachen wollen. Die verkaufen dir einen leeren Strand, der nicht mehr leer ist, wenn du hinfährst, ihn zu sehen. Mhm. Hallo. Na, wo kommst du denn her? Haben Sie mein Letter nicht bekommen? Sorry. Ein Brief von einem Fan. Ach so, das warst du. Wie heißt du denn? Elisabeth. Elisabeth. Sie können ruhig Betsy zu mir sagen. Das sagen alle, die ich gern hab. Und die dich gern haben, Betsy? Sie mögen mich? Sehr. Können wir uns nicht mal treffen? Treffen? Man sieht sie nie. Nicht auf dem Deck und auch nicht am Pool. Nachts in die Bar darf ich ja nicht. Du, ich stehe immer sehr früh auf und gehe auch etwas früher schlafen. Morgens vor dem Frühstück schwimme ich. Ja, ich mache Urlaub vom Showbusiness. Klarer Fall. Du gefällst mir, Betsy. Ich gefalle Ihnen? Oh, Denise, oh, Denise. And
mal eine Pause. Sie wollen wissen, ob wir den Landausflug mitmachen. Ach, du bist nicht allein. Da Kleine? Ich bin Betsy. Und eigentlich heißt sie Elisabeth, aber Leute, die sie mag, dürfen Betsy zu ihr sagen. Ah, okay, ich bin Inga. Was ist, kommst du mit? Ach du, lieber nicht. Umso mehr Ruhe habe ich hier auf dem Schiff. So. Na, ich jedenfalls gehe mit. Es soll ja ein Traumstrand sein. Ich sehe dich dann heute Abend, ja? Mach's gut. Tschüss, Betsy. Was ist denn? Für die heiße ich Elisabeth. Deine Kleine bin ich schon gar nicht. Inga ist aber sehr nett. Ist das Ihre Freundin? Sie ist meine Managerin. Also, na gut, soll sie Betsy sagen, aber nicht Kleine. Okay, Betsy. Kleine Betsy. Da sind Sie ja. Ich habe Sie überall gesucht. Mich? Ja, ich kenne doch sonst noch niemand an Bord. Die ersten Tage auf einem Schiff sind entsetzlich, weil man niemanden kennt. Was trinken Sie da? Sagen Sie, ist der Steward für Gäste ansprechbar? Danke. Die Dame wünscht? Bitte, eine Flasche Champagner. Sie trinken doch mit mir? Bitte. Entschuldigen Sie, dass ich mich Ihnen so aufdränge. Aber Sie sind meine Rettung. Wie gesagt. Ja, die ersten Tage an Bord sind immer schrecklich. Na, was macht unser Juwelendieb? Da unten liegt er. Er hängt schon wieder an ihr dran. Aha. Hat also seine Arbeit schon aufgenommen? Nein, kommt gleich. Die Dame hat außergewöhnlich schönen Schmuck. Den sie hoffentlich in unserem Tresor verwahrt. Das tut sie eben nicht. Ich überlege, ob ich ihr das raten soll. Zögern Sie keine Sekunde und nehmen Sie den Mann selbst auch noch mal ins Gebet. Dorothy, komm mit. Mach ein paar Fotos für mich. Von den beiden da. Besonders von dem Herrn. Nein, komm gleich. Obwohl ich glaube, dass die Polizei schon Fotos von ihm hat. Du hast also jemanden kennengelernt? Ja. Stell dir vor, einen ganz unmöglichen Menschen. Wieso? Hat er sich schlecht benommen? Nein, nein. Er nimmt nur nichts ernst. Er sagt, es sei ihm noch nie gelungen, etwas ernst zu nehmen. Obwohl er sich bemüht habe. Macht er denn keinen guten Eindruck auf dich? Das will ich nicht sagen. Er ist ganz amüsant. Er hat mich ausgelacht, weil ich Bücher über die Karibik lese. Die Karibik sei eine Farbe. Blau, türkis. Und der Himmel manchmal dunkler als das Meer. Das hat sich gut angehört. Komm, leg dich jetzt hin. Du weißt, du musst dich ausruhen. Ja, obwohl ich nicht mehr so müde bin wie sonst. Ja, das ist die Seeluft. Sag mal, hättest du was dagegen, wenn ich mit ihm zum Tanztee gehe? Er hat mich eingeladen. Du wirst aber nicht tanzen. Nö, ich werde ihm sagen, ich kann's nicht. Wird er mir das glauben? Er wird es schon akzeptieren. Aber ich würde so gerne. Sie missverstehen mich völlig. Ich mache diese Reise wirklich zu meinem Vergnügen. Ich habe meinen Beruf, auf den Sie anspielen, aufgegeben. Wissen Sie, er verlangt Nerven, die ich nicht mehr habe. Sie wollen also damit sagen, dass Sie Ihren Beruf aufgegeben haben? Genau das will ich sagen. Sie haben sich ins Privatleben zurückgezogen. Sie drücken es perfekt aus. Was ist mit dieser Dame, in deren Gesellschaft ich Sie ständig sehe? Hat die Kabine neben mir, wofür Sie zuständig sind. Verstehen Sie, es liegt uns sehr viel daran, dass auf diesem Schiff nichts passiert. Sie verlangen Garantien. Ich bin nicht der liebe Gott. Sind Sie nicht ein bisschen unvorsichtig? Können wir uns denn hier zusammen sehen lassen? Sie schläft.
Wie bin ich angekommen? Nicht schlecht. Sie findet sie sehr amüsant. Och, ist das nicht ein bisschen wenig? Ich habe mich echt angestrengt. Sie haben sie zum Tanztee eingeladen. Ja. War das ein Fehler? Nein, nein. Nur, sie darf sich nicht anstrengen. Da haben Sie Angst gekriegt, was? Also hören Sie, ich habe Sie voll verstanden. Ich werde Sie behandeln wie ein rohes Ei. Ist doch ganz logisch. Wie finden Sie sie denn? Also, ist ein nettes Mädchen. Sie hat Gefühl für Witz. Das ist immer schon viel wert, nicht? Sagen Sie, hätte ich vielleicht mehr tun sollen? Nein, nein. Wissen Sie, ich muss da langsam anfangen, ne? Ja, ja. Also, wenn Ihnen was nicht passt, Sie verstehen, es muss sich keiner an die Abmachung halten. Bekommt sie eigentlich Medikamente? Ja, auch. Wissen Sie eigentlich, was Sie mir da zumuten? Das Kind macht einen sehr glücklichen Eindruck, das erste Mal seit langer Zeit. Sie findet sie ganz reizend. Ah. Nur weiter so, meinen Sie, was? Ja. Nur weiter so. Guten Tag. Ich mag das eigentlich gar nicht so, Tresore und sowas. Aber man scheint hier auf dem Schiff Angst zu haben, dass etwas passieren könnte. Ja, sowas gab's früher auch nicht. Wer weiß, es kommt immer mal was vor. Sie sehen, Herr Lussek ist Fachmann. Ja, also wir gehen jetzt an Land. Sie wollen ja hier bleiben? Ich wollte, aber soll ich Sie allein unter die Wilden lassen? Dann kommen Sie jetzt also mit? Das ist ja... Ja, jetzt habe ich also doch eine Begleitung gefunden. Was sagen Sie dazu, Victor? Eigentlich nur, dass ich das auch besser finde. Tochter schuldig. Was hat sie denn? Ich weiß nicht, wollte partout nicht mit an Land, aber das wird sich schon geben. Jetzt weiß ich, was sie mir zeigen wollten. Die Farben. Blau und Türkis. Und den weißen Saum. Ich sehe das selbst alles zum ersten Mal in Natura. Es ist zu kitschig. Nein. Das kann nicht kitschig sein. Weil es nicht von Menschen gemacht ist. Ist das ein dummer Satz? Nein, nein. Das ist überhaupt nicht dumm. Soweit ich das beurteilen kann. Kommen Sie. Wir laufen ein bisschen. Kommen Sie! Na kommen Sie! Los! Ganz vergessen. Das ist zu anstrengend für Sie. Ich bin im Geiste ja mitgelaufen. Und ich war schneller als Sie. Thank you.
nichts los im Wasser. Was hast du erwartet? Riesenkraken. Papi, wie klein bin ich? Wie klein? Das weißt du doch. Nein, wenn jemand Kleine zu mir sagt, bin ich dann kein Mädchen mehr für ihn? Ich verstehe dich nicht. Papi, kennst du Hank Burton? Hank Burton? Moment, der ist doch bei uns an Bord. Dieser Popsänger. Das ist nicht dieser, das ist der. Der Sänger. Wahnsinnig ist der, sag ich dir. Aha. Der hat nämlich Kleine zu mir gesagt. Hat er? Jawohl, und die Inga auch, aber die mag ich nicht. Wer ist Inga? Seine Managerin. Hat er jedenfalls erzählt. Ja, er muss es doch wissen. Und seine hat ein feineres Gefühl. Ja, ja, natürlich. Soll ich dir ein Eis holen? Oh ja. Erlaubst du mir dann, dass ich mal eine halbe Stunde mit in die Bar kann? Ei, ei, du darfst mit in die Bar. Aber nur eine halbe Stunde, hörst du? Jetzt hole ich ein Eis und du gehst noch eine Runde schwimmen. Hallo. Noch einen. Warum trinken Sie so viel? Tja, weil ich dann weniger Angst habe. Angst? Wovor? Vor der Einsamkeit. Ich bin doch bei Ihnen. Ja, im Moment. Kommen Sie. Was ist los? Was machen Sie? Ich zeige Ihnen was. Ja, aber nicht so schnell. Ich verliere meinen Schuh. Dann nehmen Sie sie in die Hand. Ach, warten Sie. Warum laufen Sie nur so? Oh mein Gott, nicht so schnell. Sie sind ja unmöglich. Sie sind ja unmöglich. Sie sind unmöglich. Wieso bin ich unmöglich? Ja, ich sagte, Sie sind unmöglich. Wie Sie sich benehmen, wie Sie aussehen. Wie sehe ich denn aus? So, dass man es nicht mehr ansehen kann. Kommen Sie mal. Kommen Sie runter. Jetzt bücken Sie sich. Was machen Sie? Dass wir die Farbe aus Ihrem Gesicht kriegen. Diese schreckliche, unnatürliche Farbe. Mit dem saubersten Wasser der Welt. Oh, was machen Sie? Kommen Sie ins Wasser. Nein! Ja, warum denn nicht? Und Sie sehen doch ohne die Farbe viel besser aus. Los, oh, los, ja, runter aber jetzt. Ich traue mich. Jetzt runter mit dem Kopf, wie ich. Los, los, ich kommen Sie. Versuchen Sie mal. Ich habe mich irgendwie überanstrengt. Zu viele Erlebnisse, neue Eindrücke. Alice, komm, sei still. Streng dich nicht noch mehr an. Wo bleiben Sie denn? Die anderen sind längst an Bord. Was ist geschehen? Nichts, gar nichts. Sie muss sofort zurück an Bord. Ich trage Sie, komm mit. Also jetzt mal genau, ganz genau, was ist mit ihr? Wie schlimm ist das, was sie hat? Nein, wichtiger natürlich, was kann man tun? Ja, aber es muss doch irgendwas geben, das hilft. Ja, vielleicht nicht im Moment, aber möglicherweise morgen, übermorgen. Wir müssen Zeit gewinnen. Wir? Ja, wir. Ich hätte auf das alles gar nicht eingehen sollen.
Wie sind Sie nur gerade auf mich gekommen? Ich habe nach einem jungen Mann gesucht, der verschiedene Bedingungen erfüllt. Gut aussehend, charmant, sollte sich auf Frauen verstehen und Geld brauchen. Charakter spielte wohl keine Rolle, richtig? Richtig. Tut mir leid, aber ich hatte Ihnen gesagt, was ich von Ihnen erwarte. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Sie sollte etwas erleben wie Liebe oder die Illusion davon. Vielleicht erträgt sie dann manches leichter. Was hat sie? Leukämie. Hoffnungslos? Wir hoffen alle. Ich liebe Alice. Auch wenn das nicht abgesprochen war. Ja, ich weiß. Bitte den Schmuck von Frau Engler. Sie müsste sich etwas aussuchen. Hier ist der Schein. Sie kommt nicht selbst? Nein, sie hat mich geschickt. Sie erlauben, dass ich telefoniere. Aber bitte. Verzeihen Sie, ist das denn? Das ist der Schmuckgassen von Frau Engler. Ja, wie kommen Sie daran? Die haben mich gebeten, ihn zu holen. Sie? Mich. Entschuldigen Sie, sie wartet. Ja, aber... Ja, aber wie? Ich heiße Elisabeth Brake und das ist mein Platz. Das hat uns der Steward schon gesagt. Der Kapitän ist dein Vater, nicht? Ganz recht. Aber er ist ja ständig im Einsatz. Kann uns im Augenblick nicht beehren. So? Bitte sehr, mein Fräulein. Danke sehr, mein Herr. Aber betrink dich nicht, ne? Lass doch meinen Zopf in Ruhe. Du bist doch hübsch genug. Sag mir Bescheid, wenn du noch was brauchst. Der war schon so frech, als ich noch viel kleiner war. Und seitdem ist er dein Freund. Klar. Freunde braucht man nämlich. Da ist er. Sitzen meine Haare? Ja, warum? Bin gleich wieder da. Was hat denn die Kleine? Keine Ahnung. Hast du den Herrn mit irgendjemand verwechselt? Welchen Herrn? Ja, der da, die mit der Dame. Dame? Hank Burton. Aha. Hanky Man, sagen die Fans. Ah, ist ein Schauspieler oder sowas. Er ist ein Star und spitz im Geschäft. Hab mindestens 6 Scheiben von ihm zu Hause. Schallplatten. Ich sage Ihnen, wenn der voll abzieht, dann geht aber was los. Und wenn er dann... Falls der es jetzt wagt, mit der noch zu tanzen, dann wird man aber richtig mies. Was meinst du damit? Na, mir ist nicht gut, so warm hier drin. Bitte stellen Sie ab, ich mache das. Danke. Ich komme mir geschisst vor. Da wäre ich wohl eher an der Reihe. Aber was soll denn jetzt bloß werden? Fragen Sie Alice? Das brauche ich nicht. Wir fragen und antworten, ohne was zu sagen. Kennen Sie das? Einig sein, ohne zu sprechen?
Harmonie. Um ein großes Wort zu benutzen. Ja, das ist wohl so. Ich bleibe bei ihr. Wenn sie will. Egal, was wird. Sie will. Ich weiß es. Und vielleicht hilft das sogar. Wenn du ihr hilfst. Ich darf dir doch das Du anbieten. Ich bin der Ältere. Tanzt er mit der? Ist doch ein sehr hübsches Paar. Ja, ein wenig unkonventionell vielleicht, aber... Betsy, ich glaube, du gehst jetzt schlafen. Hm? Mir ist schlecht. Na komm. Aber verabschieden könntest du dich schon noch. Gute Nacht. Gute Nacht. Heiß ist mir auch. Ganz doll heiß. Und schau mal, wer da kommt. Na, meine kleine Freundin. Wie geht's dir denn? Danke, gut. Hank, bitte, können Sie nicht etwas für uns singen? Jetzt, hier. Betsy, du wolltest doch schlafen gehen. Für das darf ich doch überhaupt nicht. Mein Plattenvertrag, weißt du? Ich kann doch nicht einfach so singen, wenn es öffentlich ist. Bitte, Hank, nur für mich. Ist alles öffentlich? Mr. Burden meint, wenn Publikum dabei ist, kostet ihn das sicherlich eine Konventionalstrafe. Genau, so ist es. Und das ist eine Menge Geld. Hank. Kommst du? Es ist schon sehr spät. Ja, ich muss jetzt schlafen. Ich habe einen, wie sagt man Deutsch? Nachbedarf? Nachholbedarf. Nachholbedarf. Okay, Nacht, Betsy. Nacht, Klein. Gute Nacht, Hank. Nacht. Wir mögen dich alle. Jetzt ist mir noch heißer. Warum denn? Die haben sich vorhin beim Tanzen geknutscht. Ja, was ist denn dabei? Victor, du bist ein Mann. Du verstehst das nicht. Captain! Ja. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe mit Frau Englert gesprochen wegen Lussek. Na und? Sie weiß jetzt, woran sie ist. Haben Sie es ihr denn so direkt gesagt? Sie werden staunen. Er hat es ihr selbst erzählt. Nein. Ja, und beide sind immer noch ein Herz und eine Seele. Na, vielleicht seine neueste Methode. Schon möglich. Übrigens, was sagt der Doktor über Betsy? Sie hat Fieber. Das weiß ich auch. Erhöhte Temperatur hatte sie gestern Abend schon. Ich hätte sie nicht mit in die Bar gehen lassen sollen. Was sie hat... Woher das Fieber kommt, will ich wissen. Der Doktor wollte sich noch mal melden. Ja, okay. Die frische Luft wird dir bestimmt gut tun. Mir geht's schon. Oh, schau mal, da drüben, die Insel, ist die nicht schön? Oh ja, wunderschön. Guten Morgen. Ah, guten Morgen. Oh, so früh schon? Ja, ja, ich weiß, ich rauche zu viel. Ich kenne das, ich hab's mir auch gerade abgewöhnt. Ja, so weit war ich auch schon bis zu dieser Reise. Victor? Ja? Yeah. Ich habe eine Bitte. Sicher nicht sehr einfach für Sie, aber... Also ganz gerade heraus könnte ich für heute Abend zum Kapitänsdinner mit einem jungen Mann meinen Platz tauschen. Sie meinen Herrn Lindau? Ja. Ich weiß, es handelt sich um einen Ehrenplatz, aber die jungen Leute sind so verliebt ineinander. Bitte. Hm? Okay. Hallo? Ja? Würden Sie so lieb sein, uns zu fotografieren? Ja, gerne. Es ist dir doch recht? Ja, ja, wie du willst. Ich mache mir zwar nichts aus Fotos, wirklich nicht. Ich finde nichts dabei. Alle Leute fotografieren, ich habe nicht mal ein Apparat. Wir haben ein Foto zu Hause, von meiner Großmama. Das Foto ist 80 Jahre alt. Ja, sieht man denn da noch was daran? Na ja, es ist schon ganz vergilbt, aber 80 Jahre alt. Masern? Kein Zweifel, Ihre Tochter hat die Masern.
an Bord. In Ihren Ferien ausgerechnet. Das haben Sie vorher nicht gewusst. Nicht so genau. Herr Betsy ist 13. Das ist ein bisschen spät, richtig, aber das kriegen wir schon hin. Es ist nichts Bedrohliches, nur wir müssen sie isolieren. Papi. Du hast aber auch einen Pech, Betsy. Komm nicht so nah. Der Doktor hat gesagt, es ist ansteckend. Wenn man das schon mal gehabt hat, dann nicht. Hast du schon mal Masern gehabt? Es ist eine ganze Weile her, aber ich glaube, ich kann mich noch gut erinnern. Du mit Masern musst aber lustig ausgesehen haben. So lustig ist das gar nicht, Betsy. Erwachsene können sie auch kriegen, wenn sie sie als Kind nicht gehabt haben. Sie meinen, die können sich anstecken bei mir? Hm. Na, jetzt bleibst du ja erstmal eine Weile hier. Da kann keinem was passieren. Wie lange muss ich denn hier bleiben? Na, eine Woche. Eine ganze Woche? Und kann da nicht mal jemand mich besuchen? Ich komme jeden Tag. Andere nicht? Darüber reden wir später. Bis heute Abend. Lieber nicht. Doktor, kann man sich von einem Kuss mit Masern anstecken? Schon möglich. Sehen Sie, Ihre Tochter ist ganz vernünftig. Das sag ich doch. Tschüss. Vielleicht habe ich Glück. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, lieber Viktor. Hast du mal eine Zigarette? Du rauchst wieder? Seit wann? Seit heute. Für die Nerven. Es ist eben zu viel passiert an Bord. Wegen dem mit den Juwelen? Warum? Der hat doch überhaupt nichts gemacht. Das ist es ja. Wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Ich muss allein liegen, ich habe Masern. Das macht nichts, wenn der andere auch Masern hat. Jeppi, ich habe ihn doch angesteckt. Also zum Wohl. Natürlich auch auf Ihr Wohl. Ich wünsche Ihnen beiden. Es ist sehr eigenartig, dass wir nicht an den Kapitänstisch gebeten worden sind. Also ich persönlich lege keine große Wert darauf. Und der Kapitän wahrscheinlich auch nicht. Es haben nun einmal nicht alle Platz an dem Tisch. Nicht meine Tochter hatte das Glück. Dieses entzückende junge Mädchen? Mhm. Mit ihrem Verlobten. Sie haben sich hier kennengelernt. Manchmal ist so ein Schiff wirklich ein richtiger Glücksstifter. Und darauf trinken wir. Betsy, bitte? Du bist böse auf mich, stimmt's? Warum sind Sie nicht böse auf mich? Ich hab Sie doch angesteckt. Dafür kannst du ja nichts. Und ich hatte gehofft, ich hätte ihn erwischt. Hank? Hm? Wenn du ihn gern hast, kannst du ja nicht wollen, dass er krank ist. Gut. Dann freue ich mich, dass es sie erwischt hat. Was habe ich dir denn getan?
Sie haben ihn geknutscht. Das tut man, wenn man jemanden lieb hat. Und mir hat er erzählt, Sie seien seine Managerin. Bin ich auch. Seine Roadmanagerin. Was für eine Managerin? Wenn er auf Tournee ist, Konzerte gibt, dann kümmere ich mich um alles. Auch um ihn? Klar. Ich halte immer die Mädchen von ihm fern. Das ist gut. Weil ich ihn lieb habe. Das ist nicht gut. Warum denn nicht? Weil ich ihn auch lieb habe. Du darfst es. Glauben Sie ja nicht, dass ich noch klein bin. Mich hat er auch geküsst. Und sich nicht angesteckt. Wir sollten eigentlich beide sehr froh darüber sein. Stimmt auch wieder. So scheußlich können Sie eigentlich gar nicht sein. Nicht? Nö, sonst würde er Sie ja nicht mögen. Das ist ein Wort. Von Frau zu Frau. Von Frau zu Frau. Schenke ich Ihnen. Ich glaube, meine Damen und Herren, wir sollten jetzt in den Ballsaal gehen. Unser Orchester erwartet Sie. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Wir dürfen uns verabschieden. Oh, kommen Sie nicht mit zum Ball? Nein, wir wollen noch ein bisschen an Deck. Wissen Sie, man ist hier so selten allein. Es gibt Momente, wo man das braucht. Burton, der als Gast auf unserem Schiff ist, oh Denise. Viel Spaß. Nee, Inga, nee. Der zweite Schalter für die Übertragung aus dem Ballsaal. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin nicht sicher, ob Sie mich alle kennen. Sind doch nicht nur alles alte Leute da. Ich möchte Sie bitten, mir zu erlauben, ein Lied zu singen. Für jemanden, der es sich ganz besonders gewünscht hat. Eine Menge Geld. Konventionalstrafe oder so. Mm. Aber er singt ja für dich. Für sie. Für uns. Mm, das spürt man als Frau. Der Champagner. Oh, die selbst. Welche Ehre. Hast du das bestellt? Ich dachte, wir feiern unsere Entscheidung allein.
Sie dürfen gratulieren. Gratulieren? Ja, Herr Viktor, Sie können uns gratulieren. Ich lese Ihre Gedanken, aber Sie irren. Ich heirate Frau Engel nicht wegen Ihres Schmuckes, sondern weil sie so ist, wie sie früher immer war. Entschuldigung, haben Sie bitte Feuer? Selbstverständlich. Oh nein, ich bin wieder rundum glücklich. Ja, dann brauche ich das nicht. Genau umgekehrt wie bei mir. Gerade dann brauche ich es.